Hallo, herzlich willkommen zu Die Sims 4 Landhausleben. Heute geht's weiter. In der letzten Folge haben wir ja noch die Pyjama-Party beendet und ich glaube, Clara freut sich noch darüber. Ich weiß nicht, was sie hier für einen Move gerade macht. Aber wir, ja, waren in der letzten Folge sehr fleißig. Wir haben auch drei Meilensteine, glaube ich, abgeschlossen. Beziehungsweise Bestreben abgeschlossen. Zwei Bestreben abgeschlossen. Wir haben eine Pyjama-Party gemacht, geschmissen, erfolgreich. Ja, doch, sie freut sich tatsächlich noch über irgendetwas. Und ja, Clara meint jetzt hier noch in der Wohnung Fahrrad fahren zu müssen. Und wie wir sehen, Emma kam noch vorbei und irgendwie hat sie Probleme oder so. Ich weiß es nicht. Ihr geht's nicht gut, deswegen werden wir sie mal ansprechen. Claras Vater hat leider jetzt eine ganze Zeit keine Rolle mehr gespielt. Ich wollte sie eigentlich öfter mal beim Vater lassen. Aber jetzt war es mir doch wichtig, sie aktiv zu spielen. Und ja, ich weiß nicht, er hat sich jetzt auch wenig gemeldet, hat scheinbar selbst viel zu tun. Aber gut, das nehmen wir jetzt einfach erstmal so hin. Der Geburtstag von Clara naht. Ja. Das wissen wir. Und wir freuen uns auch schon drauf. So, Cleo, Tag der neuen Fähigkeit und du hast keine neue Fähigkeit erlernt. Das ist ja katastrophal. Lösch mal bitte das Feuer. Und dann denke ich, können wir auch alle ins Bett gehen. Es ist ja schon 22:30. So, wir haben es jetzt den nächsten Tag und Clara ist schon von der Schule wieder zurück. Sie gehört zu den besten Landgrab-Grundschule-Schülern. Sehr gut. Und sie hat ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Es sind eine Menge Sims gealtert. Und zwar unter anderem die Hannah, ihre beste Freundin, die Sophie, also alle, die wir eigentlich gestern noch mal gesehen haben. Dann die neue Familie von Robin ist auch weiter gealtert. Daniel ist gealtert. Lukas sieht sehr gut aus. Das heißt, ich muss sehr viele Jugendliche auf jeden Fall umstylen. Und Cookie möchte irgendwas. Ach je. Ja, und Clara hatte irgendwie ein Interview in der Schule und hat falsch geantwortet und hat deswegen jetzt eine beschämte Stimmung. So, Clara, wie wär's denn, wenn du dich mal ein bisschen um die kleinen Hundis kümmerst, um die kleinen großen Hunde? Um Cookie. Cookie beruhigen. Ja, Cookie hat total Angst hier wegen dem Gewitter. Guck mal, Ginger. Kannst du Ginger sagen, dass er Babys machen soll? Nee, ne? Das kann sie, glaube ich, nicht. Okay, dann versuch mal bitte Cookie zu beruhigen. Dann streichelst du sie noch ein bisschen. Ich glaube, ihr geht's aber auch schon besser. Sie hört jetzt Clara zu. Das sieht total süß aus. Guck mal, der Blick. Was sagst du da? Ach Gott, Hunde sind so süß. Und sie hat sogar geantwortet. Ja, jetzt ballen die noch ein bisschen. Das muss natürlich alles sein. Man muss sich gut um seine Tiere kümmern. Ah, guckt mal, man kann auch über diesen Strickkorb die Freundschaftsbändchen knüpfen. Finde ich sehr gut, weil das sehr sinnhaft ist. Dann sollte Clara schon mal überlegen, wie sie ihren Geburtstag feiern möchte. Ach, guck mal, ey. Hier wird wieder alles kaputt gemacht. Die Bank ist schon getroffen worden. Wir haben eine Rechnung über 3.133 Simoleons bekommen. Kann sogar unsere Clara bezahlen und danach lasse ich sie einfach noch ein bisschen Fahrrad fahren. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance, Fahrradfahren zu lernen. Bevor sie altert, das wäre schön. Oh, Clara, man lässt aber sein Tagebuch nicht einfach draußen liegen. Katastrophe. Cleo ist wieder zu Hause. So, Cleo, du darfst ja mal alle Hunde schnappen und eine Runde spazieren gehen. Das Wetter hat sich jetzt etwas beruhigt. Achso, wollte gerade sagen, wo ist denn Cleo hin? Aber Cleo ist jetzt unterwegs mit den Hunden. Und Clara übt ein bisschen Fahrradfahren. Wir haben übrigens auch 1000 Simoleons, über 1000 Simoleons Kindesunterhalt bekommen von Manjalo. Und Manjalo hat geheiratet. Die Nachricht kam auch noch. Der hat aber nicht Cindy geheiratet, sondern eine ganz andere. Da muss ich dann auch mal in den Haushalten gucken, was er jetzt so. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Warum kann Cleo ihr dabei nicht helfen? Das verstehe ich einfach nicht. In Pflanzenkunde unterrichten ist ja auch schön, aber sie kann ihr einfach nicht beim Fahrradfahren lernen, helfen. Fahrrad? Fahrradfahren lernen, helfen. Ja, klingt komisch, ist aber, glaube ich, so. Da ist sie wieder. Anni, und was wir jetzt machen werden, ist Ginger sagen, er soll sich paaren. Loben können wir ihn gerne auch.
Einfach nur, weil er süß ist. Und dann schauen wir mal mit Cookie. Ah, weil Pippi ja seine Tochter ist. Das heißt, mit Pippi können wir gar nicht weiter züchten, es sei denn, wir kriegen noch einen Rüden. Genau, du hast einen Auftrag. So, jetzt tappelt er zu seiner Cookie. Cookie, wir sollen Welpen machen. Hast du noch mal Lust? Na, mal schauen. Vielleicht bekommen wir ja die Benachrichtigung, dass es dann geklappt hat und Cleo wird angerufen. Von Liz. Oh, ich habe den Anruf verpasst. Schade. Komisch, dass ihr Freund irgendwie abgehauen ist. Ich dachte eigentlich, der wäre noch ein bisschen länger da. Den werde ich auf jeden Fall gleich nochmal einladen. Die sollen bitte nochmal ein Techtelmechtel machen. Raoul heißt er, genau. Raoul, komm bitte her. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. So, draußen ist mieses Wetter. Aber die beiden haben sich hier drin gemütlich gemacht und essen einen energiereichen Proteinteller. Und Raoul kommt gleich vorbei. Na, und ihr habt nichts miteinander zu besprechen? Verantwortung beibringen. Lustige Gesichter schneiden. Da ist er. Raoul, willst du mitessen? Guck mal, er denkt gleich an Clara. Ist das süß. Ja, Clara hat morgen Geburtstag. Was wollt ihr ihr eigentlich schenken? Ich habe jetzt gerade so spontan noch keine Idee. Wie süß. Wie eine kleine Familie. So, dann lassen wir Clara mal ihr Ding machen und kümmern uns um die beiden hier nochmal. Ihr dürft ruhig mal ein bisschen romantisch werden. Flirten, einen Kuss hauchen. Clara, du darfst jetzt ruhig ins Bett gehen oder so. Wir brauchen mal unsere Privatsphäre. Was, Clara, was kannst du machen? Puppenhaus haben wir nicht mehr hier. Du kannst ein bisschen experimentieren, auch wenn es dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel bringt. Aber beschäftige dich mal ein bisschen. Und du kannst ihn dann am Hals küssen. Komm, ich glaube. Oh, ich wollte eigentlich nur techtelmechteln. Aber ich glaube, wir drücken jetzt mal auf Baby machen. Knuddeln. Weil ich hätte schon gerne. Ich meine, bald sind wir nicht mehr in diesem Haushalt. Und ich würde das schon gerne noch mitkriegen, dass Cleo noch ein Kind bekommt. Ja, und vielleicht lassen wir die beiden dann sogar noch heiraten. Mal schauen. Also ich finde die beiden total süß. Und er ist schon echt ein Lieber. Ich hätte ihm mal die Schürze komplett nehmen sollen. Ich habe ihm ja eigentlich neue Outfits gemacht, aber habe halt sein Outfit gar nicht gelöscht. Dadurch sieht er jetzt immer noch so aus. Hier, zieh das bitte an. Das habe ich dir nämlich gegeben. Genau. Oh, Logik bekommt sie da. Das ist auch sehr gut, Clara. Freut mich. Oh mein Gott, die machen jetzt einfach mal ein Baby. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das auch klappt. Wow, hat denen auf jeden Fall hier besser gefallen als im Viehstall. Wow. Ein spektakuläres Techtelmechtel, würde ich mal sagen. Total zufrieden. Ja, ein spektakuläres Techtelmechtel. Dann geh doch gleich schlafen. Und du gehst jetzt auch schlafen. Es ist spät genug. Level 8 der Mentalfähigkeit erreicht. Hallo? Manjalo kommt einfach mal vorbei. Hey, Papa. Das finde ich doch mal ganz cool. Ich meine, die Uhrzeit ist ein bisschen ungünstig, Manjalo, aber gut. Aber er kommt vorbei. Ja, er hat ja gerade geheiratet, also wird er wahrscheinlich auch mit Clara reden wollen und ihr das sagen wollen. Bettel mal um Spielzeug. Und rede über Interessen. Genau. Dein Dad. Willst du mit ihm ein Selfie machen? Das Problem ist, sie mag die Fotografierfähigkeit nicht. Und dadurch ist kein vertrauter Sim in der Nähe. Hallo? Ja, dadurch werden ihre Fotos immer verwackelt und schlecht. Leider. Nicht so günstig. Guck mal, Clara, wisch das nochmal auf hier. Und eigentlich, vielleicht kannst du ihn bitten, dich ins Bett zu bringen. Weil du musst auf jeden Fall jetzt mal schlafen gehen. Und dann ist dein Geburtstag. Oh Mann, ey. Ist das krass. Ist das krass. Über Singen unterhalten. Ja, nee, bitte zu gehen. Und dann gehst du schlafen. Haben sie halt noch ein bisschen miteinander gequatscht, aber kann er sich auch denken, dass er hier um kurz vor 12 nicht noch auftauchen braucht?
Kugel denkt darüber nach, wegzulaufen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich doch eigentlich gekümmert. Was ist los? Wow, wir haben hier irgendwas. Ein Gagat haben wir bekommen. Okay. Interessant. Und dann wirst du doch gleich mal dich hier um die Hühner kümmern. Ich will nicht, dass hier jemand wegläuft. Kugel ist leider jetzt auch in die Jahre gekommen. Aber wen haben wir hier noch? Flocke. Genau, Flocke war auch noch eine Henne. Sehr gut, weil sonst haben wir nämlich, glaube ich, gar keine mehr, ne? Wir müssen noch, ja, Kugel und Flocke. Und Caruso, unseren Hahn. Aber die anderen sind schon gestorben, beziehungsweise wir haben sie dann alle eingetauscht gegen Fleisch. Ja, und heute hat Clara Geburtstag. Das heißt, sie wird noch zur Schule gehen und dann werden wir ihren Geburtstag feiern. Wir haben ein Brutei, yes. Wir brauchen Nachwuchs. Wow, wir haben wieder ein Schokoladenei. Nein, ist jetzt verfault, ne? Oh nein, ich bin so doof. Hab's nicht in den Kühlschrank gepackt. Clara, du kannst ja vielleicht noch kurz Hausaufgaben machen. Was stand da? Ach, bei Hausaufgaben brillieren. Wow. Und Cleo macht vor der Arbeit hier noch ein bisschen den Hof. Ey! Nein! Frech! Hör auf damit! Ich muss los. Ja, tschüss, Raoul. So, Kugel geht's gut. Caruso geht's gut. Sehr schön. Flocke geht's auch gut. Also, uns wird hier kein Huhn weglaufen. So, du gehst heute nochmal allein. Das ist dein letzter Schultag. Müssen wir noch irgendwas ersetzen? Außer den Heuballen hier hinten. Sonst ist, glaube ich, alles heile geblieben. Nein, die Bank hier noch. Ganz schön teuer, so ein Gewitter. Clara ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei Clara. Küssen in diesem Alter, das geht gar nicht. So sind Kinder nun mal. Komm. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So, Cleo geht gleich zur Arbeit und nach der Arbeit werden wir dann noch den Geburtstag feiern. Hallo? Was machst du hier? Oh nein, irgendeiner wird uns jetzt geholt. So, Robin ist auch zu Erwachsenen gealtert. Und der Sensenmann. Willst du jetzt Kugel schon? Mann, ey, wer brütet dann hier das Ei bitte aus? Ich glaube, das macht keiner mehr, ne? Ach Mensch. Auf Wiedersehen, Kugel. Mach's gut. Tja, Clara ist jetzt schon zu Hause und kümmert sich hier so ein bisschen. Aber wir müssen noch auf Cleo warten. Und ich frage mich, ob Clara das Landleben nachher vermissen wird. Es ist schon irgendwie sehr idyllisch hier. Man hört die Vögel zwitschern. Und hat hier so tolle Tiere. Ich wollte eigentlich ein bisschen schmücken mit Luftballons, habe aber leider nur diese hier gefunden. Oh, hallo. Oh nein, wir müssen wieder Strafe zahlen, bestimmt. Es gab nur diese Luftballons. Andere habe ich nicht gefunden. Aber ich weiß, dass ich immer das Problem habe. Ich finde die Luftballons irgendwie sehr selten. Ja, deswegen kann ich leider nicht weiter schmücken. Aber Clara, warte mal, bevor du was isst. Es wird auf jeden Fall noch Kuchen geben. Frag den netten Mann doch mal, was er hier möchte. Vielleicht können wir ihn irgendwie ein bisschen beeinflussen. Ich weiß gar nicht, was wir gerade für eine Abstimmung überhaupt haben, was gerade Sache ist. Hallo, was möchtest du hier, Kevin Schäfer? Kennst du schon die neueste Comicfigur? Über Stimmung lustig machen. Oh nee, das ist was Negatives. Halt, stopp. Albernes Verhalten, rumblödeln. Ja, ich denke, er wird uns trotzdem eine Strafe geben, aber wir können es ja mal probieren. Willst du mal so lange noch Gassi gehen? Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann ist sie gar nicht hier. Und dann kann Cleo nämlich alles vorbereiten. Denn Cleo, wenn du nach Hause kommst, darfst du sofort einen Kuchen backen. Zuckerfreier Karob-Kokoskuchen. Schmeckt der denn, wenn er keinen Zucker hat? Ich weiß es nicht. Honigkuchen können wir backen. Ja, dann würde ich sagen, backen wir doch einen Honigkuchen. Oh, wann kommst du denn, Cleo? Ich dachte, du kommst um 17 Uhr. Boah, sie muss bis um 18 Uhr arbeiten. Das ist echt übel. Dieser Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen der folgenden nachbarschaftlichen Aktionspläne. Umweltfreundliche Geräte. Ja, bla bla. So, Cleo ist endlich zu Hause und ist etwas traurig. Aber das wird schon. Und jetzt bist du ja doch da und kriegst es alles mit. Egal. Dann streiche mal Pippi ein bisschen. Rede mit ihr.
Vielleicht wird's ja noch ein bisschen Fahrrad fahren, bis deine Party losgeht. Cleo, du musst dich beeilen. Du musst dann gleich die Party veranstalten. Also wenigstens ein Treffen. Wir können natürlich auch sagen, wir laden die einfach alle ein. Nee, wir machen schon eine richtige Geburtstagsparty. Genau. Ach, das kann sie gleichzeitig machen. Ach, das ist ja perfekt. Ob wir bald auch eine Babyparty veranstalten können? Wäre ja schön. So, Geburtstagstim ist unsere Clara. Ich kann das nicht fassen, ey. Es gibt. Ach, so schnell geht's eigentlich nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist trotzdem irgendwie krass. So, wir laden die ganze Familie ein. Guckt euch mal Hannah an. Sophie. Ja, wir müssen Manjalo auf jeden Fall mit einladen. Lukas laden wir auch ein und dann haben wir so einige. Und es geht gleich los. So, hier haben wir schon Felix. Felix haben wir ja schon umgestylt. Guck mal, du kannst mal deine Gäste hier begrüßen, bitte. Komm mal von dem Fahrrad runter. Und Hannah haben wir hier. Hannah, wo warst du denn? Oh Gott. Oh Mann, ich muss so viele Sims umstylen. Ich glaube, Hannah werde ich gleich sofort mal umstylen. So, das ist jetzt die umgestylte Hannah. Mit ihrem, ja, etwas grimmigen Blick jetzt erstmal. Aber wie süß ist das denn, dass sie das Freundschaftsarmband um hat? Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob ich das irgendwie übersehen habe, dass ich ihr Schmuck umgemacht habe. Also weil ich eigentlich alles weggemacht hatte. Aber das ist das Freundschaftsbändchen von den beiden. Och süß, guck mal, Clara hat sich auch hübsch gemacht. Clara, es ist dein Geburtstag, das ist so cool. Da ist auch Robin, Robin Offermann jetzt. Total ungewohnt. Lukas, wunderbar. Aber ich habe jetzt keine Lust, alle umzustylen. Das muss ich nach und nach machen. Oh Gott, Clara. Clara, du solltest eigentlich mal dich hier fröhlich vorstellen, weil Liz Mama, nee, Hannas Mama kennst du noch gar nicht. Ey, du sollst den Kuchen backen. Ach, da ist er ja. Der Kuchen ist fertig. Das heißt, wir können jeden Moment den Geburtstag feiern. Wir müssen noch schnell die Kerzen hinzufügen, bevor da einer rangeht. Unser schöner Honigkuchen ausgezeichneter Qualität. Wunderbar. Oh, ich bin auch so gespannt. Ich glaube, ich muss echt gleich sofort. Hey, Wilhelm. Na, Großer. Ah ja, das ist ja der Papa auch noch von ihr. Ich bin überfordert. Ich bin total überfordert. Jetzt hast du das kaputt gemacht. Wunderbar. Familiärer Kuss, das kann sie auch mal machen mit dem Papa. Wir ersetzen das einfach mal. Und sie ist jetzt in eine Phase eingetreten. Sie ist anhänglich und bleibt ganz nah bei ihrer Betreuungsperson. Auch schön. So, oh, sie quatscht hier mit Raoul. Wie schön ist das denn? Das finde ich echt cool. Och Gott. Raoul, du bist jetzt echt mein Favorit. Du wirst auf jeden Fall über Post zum Thema Raoul reden? Ich weiß es nicht. Du wirst auf jeden Fall, glaube ich, in die Familie einheiraten. Also ich mag Raoul sehr. Und ich glaube, dass Cleo ja auch. Oh oh, Cleo ist übel. Cleo ist übel und sie denkt an eine Rassel. Und naja, ehrlich gesagt, wundert es mich aber auch nicht groß, weil wir haben ja auf Baby machen gedrückt. Vielleicht sollten wir gleich auf dieser Party einen Schwangerschaftstest machen. Warum nicht? Cleo, mach bitte einen Schwangerschaftstest. Und das muss ich alles festhalten, weil diese Animation einfach so cool ist. In dem ganzen Gewusel hat sich jetzt Cleo zurückgezogen, um einen Test zu machen. Weil ihr einfach so übel ist. Plötzlich hat ihr dieser Proteinteller nicht geschmeckt und sie wundert sich. Gestern war ja noch alles gut. Oh, da sind zwei Striche. Ist es wahr? Es ist wahr. Du bist schwanger, Cleo, du bist schwanger. Oh, wie schön. Wie schön. Jetzt geht sie zu Raoul. Raoul, ich muss dir was sagen. Oh, weia, Cleo ist aber, Clara ist dabei. Clara, du kriegst noch ein Geschwisterchen. Oh, wie süß, ey. Raoul, du wirst Vater. Du wirst Vater. Ja, oh Mann, wie cool. Verrückten Plan vorschlagen. Raoul, jetzt wo du Papa wirst, willst du vielleicht hier einziehen? Möchtest du bei uns bleiben? Komm, quatsch jetzt mal ein bisschen mit Raoul. Clara ist auf jeden Fall sehr glücklich, so unter ihren Freunden zu sein, beziehungsweise der Familie zu sein.
Und ich glaube aber, wir sind jetzt bereit. Wir sind bereit, uns etwas zu wünschen und Clara in die nächste Altersstufe zu schicken. Sie geht stolz und erhobenen Hauptes zum Kuchen und ja, hatte auch wirklich eine ganz gute Kindheit. Das ist ein Hase gestorben. Ja, sie musste halt ziemlich viel mit anpacken. Cleo hatte nicht ganz so viel Zeit für sie, aber trotzdem hatte sie es doch ganz gut. Und oh, wie süß. Ich finde das so toll, wenn die alle mitfeiern und Lieder singen und so. Clara, du wirst größer. Wow, also sie hat ja schon ein selbstsicheres Merkmal. Das Merkmal selbstsicher und jetzt brauchen wir noch eins. Und ja, was geben wir ihr? Ich würde am liebsten auch mal was Negatives geben. Vielleicht geben wir ihr Abenteuer lustig, weil sie ja unbedingt in den Dschungel möchte. Ja, ich finde, das passt ganz gut. Sie möchte sich ja aufmachen und den Dschungel erforschen und da passt es doch, wenn sie dann abenteuerlustig ist. Ich meine, eigentlich ist das vom Ab ins Schneeparadies und hat eher was mit Snowboarden zu tun und so. Diese Sims sind immer auf der Suche nach neuen einzigartigen Erlebnissen. Aber es passt trotzdem zu. Ich meine, man muss ja das nicht alles ausleben mit dem Snowboarden und so. Könnte sie aber auch im Urlaub machen. Mal schauen. Und jetzt kriegt sie ein Teenager-Bestreben, würde ich sagen. Also Drama-Lama irgendwie nicht. Ich glaube, ich nehme intensives Leben. Das wird sie bekommen. Wunderbar, was sie anhat. Also, ach, furchtbar. Immer diese. Naja, gut. Clara, lass dich doch mal kurz ansehen. Wow. Wow, du siehst echt so. Warte. Siehst hübsch aus, Clara. Wow, cool. Sie hat doch dieses Weißhauptprofil. Und die Weißhauptaugen hat sie bekommen. Wunderbar. Das ist cool, Clara. Und alle essen jetzt den Kuchen. Na, wie schmeckt er denn? Ach, Clara, ey, ich bin so stolz. Jetzt ist Clara einfach mal ein Teenager. Das ist. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Und Cleo ist schwanger. Und ich glaube, damit beenden wir jetzt einfach mal diese Folge. Und verdauen erstmal die Ereignisse. Cleo hat jetzt hier schon ihren Bauch. Oh, ist das krass, ey. Cleo kriegt einfach mal noch ein Kind. Aber das habe ich mir auch für sie gewünscht. Und es war ja jetzt nicht ungeplant. Wir haben es ja für sie geplant. Okay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich dann einfach auf die nächste Folge, wenn wir dann mit Clara ins Teenagerleben starten. Habt noch schöne Ostern, weil es ist gerade bei mir Osterwochenende. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, sagen wir mal so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.